Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077 und welcome to Pacifica Combat Zone. Wir haben ja gerade mit Placid geredet und wir sollen ins Grand Imperial Mall gehen, ins GIM, um die Animas zu verscheuchen und ein paar Infos, deren Tech zu besorgen. Kurz mal schauen, wo wir hin müssen. Eigentlich da hin oder da rum. Dann machen wir das doch gleich mal. Und treffen uns mit Placids Leuten. Interessanterweise wird uns oben ein X angezeigt, also jemand, der eigentlich gestorben ist. Keine Ahnung, woher das kommt. Und wer das sein soll. Oh, nice. Fuck this country. Yeah, right. So jemanden haben wir, glaube ich, noch nie gesehen. Da weiß ich gerade nicht, wie das Ding heißt. Klangschale vielleicht? I don't know. Aber hört sich schön an. Und passt auch hierhin. Pacifica ist halt schon wirklich ein schönes Stück der Stadt. Nicht. Wahrscheinlich wäre es mal schön gewesen und hätte schön sein sollen. Scavenger. Links und rechts. Hier waren wir auch schon mal. Er hat uns von Dell hingeführt, also eine Persönlichkeit von Dell. Nice weather today. Ja, hast recht. Ich liebe diese Leute, die irgendwie Musik spielen auf der Straße. Einerseits hört es sich gut an und andererseits bringt es mir Leben in die Stadt. You can watch. Borgest Mech. Keep out. Entry. Ich glaube, da geht's in Phantom Liberty hinein. Sprich mit Placids Leuten, die da auf uns warten. Und das ist Grand Imperial Mall. They are my people. Talk with them. UV? They know you're watching them? This is our turf, our home. We need not to be ghosts here. It is you. Must be ghost. Be silent. Invisible. Alright, das habe ich kapiert. Still und leise. Know the way in? Was told you would. Yeah. Garage in the back. But shh. Quietly, yeah? It's clear. Anything interesting happen over there? Since we are here, all quiet. No one in, no one out? Well, they went out for supplies once. Betritt die Mall. Okay, vielen Dank für die Infos, Boys. Still und leise. Mal kurz schauen, haben wir dann... Haben wir einen Schalldämpfer drauf? Ist doch schon mal was. ...150% Schaden im Stealth-Modus. Hört sich gut an.
Wir rüsten mal die Waffe hier aus. Und da gibt es auch einen Schalldämpfer, gut. Dann wären wir zumindest leise gewappnet. Oh, shit. Mal schauen, ob das gut rauskommt. Why do you wait? Ist ja gut. Ich muss mich doch ein bisschen umschauen, ob hier alles safe ist. Grand Imperial Mall. Mega Ride. Animals, da haben wir schon mal 3 Stück, die uns in die Quere kommen. Mein Gott, ich habe immer noch unsere Kleider an. Ich zieh mal was anderes an, was ein bisschen unauffälliger ist. Das sieht gut aus. Macht eigentlich keinen Unterschied, ich weiß, aber... Trotzdem. Mit einem Kleid gegen Animals ankommen? Ich weiß ja nicht. Ich habe das nur angezogen für die Kirche eigentlich. Jetzt ist die Frage, müssen wir die alle ausschalten oder können wir einfach vorbei schleichen? Das ist eine Kiste. Alter. Okay, nichts Spannendes aus einem Splitter. Ich schleich bei denen mal vorbei. Na shit, da sind noch mehr. Und die sitzt auf dem Motorrad. Könnten wahrscheinlich viel Loot hier rausholen, aber... Ich weiß nicht, ob es schlau ist, wenn wir alle umbringen wollen würden. Got two of them. Just sitting there. Speichern. Mal schauen, was die machen. They're gonna be looking for a long fucking while then. Okay, ich glaube, die waren weg. Yes. Sehr gut. Okay, da sind noch mehr. Wir könnten es theoretisch versuchen, wirklich ganz leise zu machen. Einfach reinschleichen, wieder raus, ohne dass uns jemand bemerkt. Aber ich glaube, das ist schwierig. Andererseits, die sind da gerade beschäftigt. Recht da lang. Irgendwie da hinten lang durch den Container. Nach drüben. Ich hoffe, die anderen kommen nicht wieder zurück. Gibt es noch eine Person, die da im Weg steht. Ist doch schon mal was. Okay, da geht's nirgends rein. Hier geht's rein. Leise, Spiel, leise.
Okay, I'm in. I see. The camionette. Check it. Right. Einfacher gesagt als getan. Er hat uns jetzt gesagt, es sind ungefähr 30 Leute hier drin. So können das schwierig werden. Gibt's da was zum Absnacken? Nope. Wir müssen da hoch. Hier ist, glaube ich, nicht so schlau. Ah, da komme ich nicht hoch. Ich muss hier lang. Schau dich gleich mal aus. Still und leise. Und weg mit dir. War ganz leise, hat niemand bemerkt. Schöne Waffe. Und Pizza. Alright. Drin sind wir. Kamera and corridor. Avoid it. It even work? Said this place was abandoned years ago. Now it is not. Animals fix their eyes. Okay, kurz warten, bis sie sich umdreht. Dann schalte ich sie mal aus oder nehme... die Kamerasteuerung auf, ne? Wait, who was that? Who you think? The runner we want try to invade you. With the extra eyes we give you, it is fine for now. So, he knows I'm here. Oh, shit. Geschütze. Ein Dickschädel. Also der Runner weiß, dass wir hier sind. Was schon mal schlecht ist. Was ist außen? Totengräberin. Okay, ein paar Special-Leute gibt es hier drin. Wir haben... Oh Scheiße, das ist riesig. Lieferwagen. Okay, Vans in sight. We got it. Geht zum Wagen. In Temperatur 60 Grad, aktives Breitband entdeckt, Zugangspunkt, Standard, elektromagnetische Abschirmung, fortschrittliche Konzernausrüstung mit Bedacht vorgehen. Alter. Sehr viele Leute, sehr viel zum Scannen. Und viele Stockwerke. Ob wir uns hier durchschleichen können, weiß ich ja nicht. Könnte eher schwierig werden. Sag, ich würde es gerne versuchen, aber ich glaube nicht, dass es funktioniert. Wirklich mal so einen Stealth-Job zu machen, ohne entdeckt zu werden, wäre mal was. Aber das wird unglaublich schwierig. Immer wie mehr. Türsteher.
Das war wahrscheinlich mal der Haupteingang hier. Und wir sind, glaube ich, der Kampfroboter. Ich weiß nicht, ob der uns was antut. Totengräber. Und wenn er hier ein Netrunner ist und wir etwas hacken, fliegen wir, glaube ich, sofort auf. Das ist ein bisschen das Problem. Okay, wir sind hier drüben. Alter, sind das viele. Ich hoffe, ich habe alle eingescannt. Kamera ausschalten. No! Was passiert eigentlich noch mal um Polen? Okay, das ist gut. Würde ich gerne machen. Das hält ja andauernd. Sprich, die Kamera ist jetzt für uns. Ja, jetzt kann ich gerade nicht speichern, glaube ich. BD55 C7A. Perfekt. Jetzt speichern. Ich meine, ich habe jetzt alle eingescannt. Gebaut zum Öffnen, schade. Schade, da wäre ich jetzt gerne reingekommen. Hier ist eine Scheibe davor. Ah shit, das ist genau hier. Können wir jemanden hier hineinlocken? Nope. Doof. Zu viele. Welche Kamera war das? Müssen die da ein bisschen auseinanderbringen? Ich glaube, solange ich keine Person hackt, bin ich in Ordnung. Beeinträchtigen. Schade, das sind sie nicht. There's something in that protein chain. Ach, komm schon. Wait. Drehe.
Come on! You and me, 101. Fuck this. No! Auch noch was zum Auslösen. Shit. Stretch around and check shit. Only thing I do all day. Kommt das gut raus? Ich weiß nicht. Ich muss mich umdrehen, ich muss ganz schnell dahin und ihn wegschleifen. Fuck this, I'm supposed to be getting peeled. Na, das geht niemals. Ich glaube, ich kann mich auch nicht hier hinten verstecken. Wie komme ich da hinein? Das sind zu viele. Das sind viel zu viele Leute. Weiter, die andere Richtung ist, glaube ich, schneller. Den habe ich gar nicht markiert. Okay, das ist der Roboter. Er könnte uns vielleicht sehen. Ich muss ihn eigentlich zuerst mal weglocken. Interessiert sich absolut gar nicht mehr. Sorry, ich brauche gerade ziemlich lange, ich weiß. Aber es hat einen Grund. Fliegt die da nicht weg? Ich krieg die da nicht weg. Dann kann ich mich leise hier hinten lang schleichen. Könnte ich auch probieren. Ja, ne, die ist das Problem. Die ist auf jeden Fall ein Problem. Da komme ich nicht rein. Fuck if I care. I've got a big problem. Ich könnte Selbstmord verursachen, aber das bringt, glaube ich, nicht viel. Also ist der Zusammenbruch wäre leise, aber es wird sofort auffallen. Oh shit. Und hier die Scheibe zerstören ist, glaube ich, auch nicht so schlau. Sorry, nochmal kurz. Ich glaube, das fällt sofort auf, weil der steht hier vorne dran. Ich müsste den zuerst nach hier hinten locken.
damit die das nicht mitbekommt. Aber dann fehlen, glaube ich, wieder zwei Stück davon. Ah ne, das wird gehen. Lock ihn dahin. Systemzusammenbruch. Theoretisch könnten wir ihn da hinten auch so bringen. Die ist zwar eigentlich ja gut mit ihm beschäftigt. Er ist einfach ein bisschen heikel, wenn er das sieht, dass da jemand tot ist. Aber er steht zumindest eigentlich nur da herum. Bei ihr würde es auch gehen, weil sie ist so sehr auf ihn konzentriert. Wo wir den auch leise ausschalten können von hinten. Schwierig, schwierig. Entdeck mich, der Roboter. Leise. Haben wir ihn schon mal aus dem Weg? Niemand wird ihn bemerken. Ah, die sieht mich fast. Trotzdem. Eris hat ein Problem. Ihn müsste ich irgendwie nach hier drüben locken. Damit er aufsteht und ich könnte ihn dann umbringen. Obwohl... Warte kurz. Ich wollte ja schon lange mal diese Sachen hier ausprobieren. Allerdings habe ich viel zu viel dabei. Ausdauerregeneration. Speicherpunkte. Kann man da mehrere davon nehmen? Ich versuch's mal. Mal kurz in die Kamera. In da drüben. Hat niemand bemerkt. Sehr gut. Die zwei werden schwierig, ich glaube, die muss ich leben lassen. Das nenne ich mal Stealthy. Shit. Nicht gut. Lass doch bemerkt. Oh fuck! We've got a problem. A big problem. Sie haben uns doch nicht bemerkt, aber sie wissen, dass jemand hier ist. Und das wollte ich eigentlich verhindern. Störung, was macht das nochmal? Da
Da wird Cyberware. Roboter können wir nicht hacken. Da kommt der Typ jetzt hier hin. Wie viel Schaden macht die Waffe? 99, 38, 45. Okay, sie haben sich wieder ein bisschen beruhigt. Was steht der da? Ja, danke für nix. Das lockt ihn nicht weg. Vielleicht könnten wir ihn jetzt ausschalten. Weg ist er. Bisher funktioniert es gut, unentdeckt zu bleiben. Bisher funktioniert es gut. Auch wenn es mega lange braucht. Aber ich will es mal so versuchen. Vielleicht wird es drei Parts aus dieser Mission werden, aber ich glaube, das zählt sich nicht ganz, oder? Das ist kein Zusammenbruch. I'm on it. Keine Angst. Schlechte Idee! Wieso hält er so viel aus? Okay, er konnte sich wenigstens nicht wehren, weil es bloß ein Scheißroboter war. Gegen die Alarmbereitschaft. Und bei. Das war doof, dass ich den angegriffen habe. Aber viele sind schon mal weg, von hier zumindest. Die anderen sind oben. Das heißt, wir haben hier gerade ein bisschen freie Bahn. Theoretisch. Können wir die alle entsorgen? Einfach für XP vor allem. Man hat keinen Platz mehr. Aber da in der Box hat sicherlich noch Platz. Yes. Ich meine, XP sind XP, oder nicht? Die sind hier alle weg, das ist gut. Allerdings ist da halt offen. Also, okay, sie sind eigentlich wieder normal. Keine Netzwerke. Umgebung. Geräusch. Hörbeeinträchtigen.
Wen in Haupthalle. Hey, dein kleiner Schatz hat mich gebeten, den Wen von der Garage in die Haupthalle zu fahren. Gab wohl Probleme mit der Siegstrecke oder so. Wir brauchen Hilfe mit der Rampe und mehr Kabel. Schick jemanden oder beweg deinen Arsch selbst hier rüber. Was passiert, wenn man Gehör beeinträchtigt? Was beeinträchtigen macht? Würde mich jetzt kurz interessieren. Ich versuch's einfach mal. Irgendwie gar nichts. Das schalte ich auf jeden Fall schon mal ab. Okay, was hat das jetzt gebracht, Gehör beeinträchtigen? Irgendwie gar nichts. Ist beides an. Ich sehe da leider nichts, weil es zu hell ist. Why? The Eisenman tries to cut you off. Nee, sorry, aber... Nee. Das lasse ich mir nicht bieten. Ich habe einen fucking Schalldämpfer drauf. I got you. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues? Sky-high rate of violence, and more people living below the poverty line than anywhere else. Welcome to the next generation of open-world adventure. Immerse yourself in Cyberpunk 2077. Samurai, we have a city to burn.